Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Kimbo und heute zeige ich euch, wie ich einen ziemlich kranken Beat gebaut habe mit nur einer Note. So, wir springen direkt rein ins Projekt. So sieht das Ganze hier aus. Ich habe keine Ahnung, wie ihr eure Beats anfangt. Bei mir ist das ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal höre ich eine Hi-Hat und bin total inspiriert. Manchmal ist es mit der Melodie, manchmal mache ich die Drums komplett fertig und finde da eine Melodie zu oder mit einem Sample. In dem Fall habe ich diese Snare hier gehört. Und die hat mir so einen Vibe vermittelt. Ich hatte sofort eine Vorstellung davon, wie die Drums klingen. Und dann habe ich hier noch so ein paar Percussions zu gebastelt. Einmal in Tief, einmal in Hoch. Zusammen klingt das so, um so ein schönes Stereobild zu erzeugen. Und zusammen mit der Kick und Snare. Ganz simpel gespielt, aber hat halt einen sehr einzigartigen Vibe. Und das Einzige, was es an Melodien in diesem Beat gibt, ist das hier. Das ist alles. Wir hören uns das Ganze hier mal an. Wie ihr seht, nicht quantisiert, gar nichts gemacht. Der Sound macht einfach sein eigenes Ding und ich habe es so gelassen. Und in der Hook verändert sich das Ganze. Da drehe ich dann noch so eine kleine Automation rein. Und dann klingt das Ganze so. Was ist das für ein Plugin, was ich hier nutze? Vakuum ist auf jeden Fall ein ganz wildes Ding. Zu guter Letzt gibt es noch eine 808. Die ist sehr tief, macht am Ende so ein bisschen Welle, aber die ist einfach nur, die gibt einfach nur Boden für diesen Beat. Und die klingt so. Und so klingt alles zusammen. Kimbo Beats. Beats with the attitude. KimboBeats.com. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr eure Beats startet, ob mit der Melodie oder mit den Drums oder mit einem Sample. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn man anfängt, Beats zu machen, ist natürlich klar, dass man sich an vorhandene Dinge orientiert. Aber versucht auch Dinge auszuprobieren, Dinge gegen die Wand zu schmeißen, euer eigenes Ding zu machen, um euren eigenen Sound zu entwickeln. Das schafft man nicht in einem Jahr. Aber das sollte schon der eigene Anspruch eines Producers sein. Zumindest in meiner Ansicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bleibt kreativ und wir sehen uns nächste Woche wieder. Peace.